process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that evidence. Alles geht den Bach runter. Alles geht den Bach runter. Und wir schwimmen mittendrin. Wir schwimmen mittendrin. In kalten Tränen und Kummer. In kalten Tränen und Kummer. Allesamt von den Alten bis zum Kind. Alles geht den Bach runter. Alles geht den Bach runter. Und wir schwimmen mittendrin. Wir schwimmen mittendrin. War das Wasser schon immer so munter? Oder sind es neue Strömungen? Oder sind es neue Strömungen? Rekapitulieren wir einmal, was los war in den letzten paar Jahren auf globaler Bühne. Die Demokratien wählen autoritäre Führer und Fakten ertrinken zwischen Gefühlen. Die Menschen spüren es und demonstrieren, um endlich Änderungen zu provozieren. In Hongkong nennen sie es Randalieren. Freitags, wenn Schüler sich strafbar beziehen. In Sachsen geht's für und wieder den Frieden. Menschen fliehen Scham vor Bürgerkriegen. Von Amokläufen gar nicht zu reden. Die Anschläge brauchen wir gar nicht zu zählen. Die Erde trägt ein Kleid aus Leid, so weich wie Kaschmir. Historisch gewoben, so wie es immer schon passiert. Der Trumpf ist stumpf, hat das Kartenspiel ausradiert. Und damit den Diplomaten den Zaubertrick ruiniert. Wir waschen unsere Hände in Tugend. Putin wäscht seine in Blut, während darf Winnie Pooh halb Afrika einkassiert. Alles geht in den Bach runter. Alles geht in den Bach runter. Und wir schwimmen mittendrin. Wir schwimmen mittendrin. In kalten Tränen und Kummer. In kalten Tränen und Kummer. Allesamt von den Alten bis zum Kind. Von den Alten bis zum Kind. Alles geht in den Bach runter. Alles geht in den Bach runter. Und wir schwimmen mittendrin. Und wir schwimmen mittendrin. War das Wasser schon immer so munter? Oder sind es neue Strömungen? Oder sind es neue Strömungen? Wie war das nochmal mit den besseren Engeln unserer Natur? Die Teufel quengeln, drängeln und bleiben stur. Gute Nachrichten schlagen dagegen nicht durch. Der informative Tagesbetrieb wird bestimmt von Empörung und Furcht. Denn Hass setzt sich durch. Wie sollten wir reagieren? Wie sollte man Social Media und den Wohnungsmarkt regulieren? Wir wollen Freiheit und Wohlstand nicht sabotieren. Aber ohne Zwang schützen wir uns wohl auch nicht vor Viren. Unser größter Feind sind wir selbst, Könige der schönen Welt, haben sie aber mit Schrott zugemüllt. Sind das Gründe genug für misanthrope Gedichte? Das Gleichgewicht des Schreckens zeigt uns neue Gesichter. Die heilige Dame brannte fast zu Boden, der Amazonas brennt langsam zu Boden. Neue Rekorde mit alten Methoden treiben verlogene Isolation. Hast du Angst? Ja, ja, na klar, was denn bitte sonst? Alarmanlagen jaulen seit Jahren, aber keiner kommt. Alles geht in den Bach runter. Alles geht in den Bach runter. Und wir schwimmen mit. Allesamt von den Alten bis zum Kind. Alles geht den Bach runter. Und wir schwimmen mittendrin. War das Wasser schon immer so munter? Oder sind es neue Strömungen? Ja, alles geht den Bach runter. Und wir schwimmen mittendrin. In Apathie und Machthunger. Macht Widerstand überhaupt noch Sinn? Ja, alles geht den Bach runter. Alles geht den Bach. Zumindest scheint es so, oder? Scheint es so. Wie Lachs schwimmen wir gegen den Strom für die Liebe. Herr Kästner, wo bleibt bitte das Positive?